Moin Leute, ich grüße euch zurück zu einer weiteren Part unseres Let's Plays Sly 3, Episode Nummer 29. Wir sind hier gerade auf einer der Pirateninsel. Wir suchen hier nach einem Schätzelchen. Und ja, wir haben hier Hinweise. Und zwar, stell dich vor die Statue und begib dich auf den Weg durch das Labyrinth. Das müssen wir irgendwie erstmal lösen. Und zwar, wo finde ich hier eine Statue? Da drüben ist eine Statue. Da drüben ist die Statue. Schön, dass wir sie jetzt finden. Da hatte ich in der letzten Folge auch ein bisschen, ja, ein bisschen meine Probleme, die überhaupt zu sehen, zu finden. Aber jetzt haben wir sie tatsächlich. Oh. Weg mit dir, ab ins Wasser. Cool, einfach mal ins Wasser prügeln und dann ist alles cool. Ja, da war ich wohl ein bisschen zu eilig, was die Schätze betrifft. Aber ja, ich jag gerne diesen Schätzen hinterher. Okay. Vor der Statue. So, ich stehe vor der Statue. Folge den restlichen Hinweisen auf der Karte, um den Schatz zu finden. Geh 12 Schritte in die Richtung, in die die Statue blickt. Also, da lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich meine, ja, da ist jetzt sehr offensichtlich ein X. Okay, irgendwas ist hier gerade nicht richtig. So, geh 12 Schritte in die Richtung, in die die Statue blickt. Was, wieso werde ich... Ich. Einfach frech, werde ich einfach mittendrin gestört. So. Dizzy blickt 12 Schritte. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, aber das sind doch jetzt 12 Schritte, oder? Wie ist das hier gemeint? Okay, das ist jetzt seltsam. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ach so, warte mal, das ist anders gemeint. Ich muss das über die Karte machen. Oh Gott, wie besch... Okay. Okay. Nochmal. Schritt machen mit X. 1, 2, 3, 4, 5... Halte an, wenn 7, du die richtige Anzahl 8, an Schritten 9, gegangen bist 10, und drücke 11, die Kreistaste für den nächsten Hinweis. Toll! Und mach dir keine Sorgen, wenn du den Kartenmodus für eine Weile verlassen musst. Du hast eben ein X auf den Boden gemalt, das du später leicht wiederfinden wirst. Klingt gut. So, X markiert immer den Punkt. Matrose, finde das X und gehe 6 Schritte darauf zu. Also da lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Im Kartenmodus kannst du mit dem rechten Analogstick deine unmittelbare Umgebung absuchen. Das könnte dir dabei helfen, diesen im Hinweis erwähnten Kreis aus Palmen zu finden. Kreis aus Palmen, das wird wahrscheinlich das da drüben so sein. Weil woanders sind keine Palmen, deswegen... 18 Schritte!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 16 Schritte zwischen zwei großen Steinen. Wie ein Schiff unter den Segeln, meide die Steine. Ja, das ist auch ziemlich offensichtlich. Nur ein bisschen nervig mit den Krokos. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Anscheinend musst du den Kartenmodus verlassen, um diesen Hinweis zu entschlüsseln. Sieh dich mit dem rechten Analogstick ganz normal um und suche nach diesen drei Palmen. Wenn du sie findest, rufst du den Kartenmodus wieder auf und dein Richtungszeiger weist in dieselbe Richtung. Drei Palmen. Ich sehe da drüben drei Palmen und ich sehe da drüben drei Palmen. Strecke hinaus auf See und suche einen Felsen mit drei Palmen. Okay, dann haben wir das ja schon. Dann ist das in diese Richtung. Geh 13 Schritte in seine Richtung und hol dir sandige Füße. Das klingt auch super. Okay, gegnertechnisch. Okay, passt. So, 13 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nicht alle Schiffe haben ein glückliches Ende, aber du musst 6 Schritte in die Richtung folgen, in die sie zeigen. Alle? Ja, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. SOS. Großvater Schatz, halt den Atem an, Kumpel. Kann ich dir beim Graben helfen? Wir kommen alle zu dir, Sly. Das ist ja so aufregend. So, Dimitri, das ist deine Beute. Die Ehre gebührt dir. Ich öffne sie nur zu gern. Eure Cooper Gang ist wirklich der Hammer. Volltreffer. Die Primo-Tauchausrüstung für meine Tiefseetauchgänge. Die ist ja aufwendig. Dein Großvater war wirklich ein Künstler. So eine feine Handwerksarbeit habe ich noch nie gesehen. Er hatte es drauf, nicht wahr? Die Ausrüstung passt sogar zu meinem Anzug. Ich kann tanzen, tauchen und anpassen. Was ist noch in der Kiste? Ja, sehen wir mal rein. Oh, hi. Fort mit euch, Landratten. Denkt, ihr könntet den klügsten Mann der 7 Weltmeere bestehlen und ungeschoren davonkommen? Har, har, har. Ich habe zwar das Öffnen der Kiste verpasst, aber ich lasse nicht zu, dass ihr auch das Gold stehlt. Lass Penelope gehen, dann einigen wir uns irgendwie. Penelope heißt das Mädel also. Schnuckelig, die Kleine. Und welch süßer Duft ihrem Haar entströmt. Stürzen wir uns auf ihn! Nein, er wird dir wehtun! Der Kerl ist ein Killer! Ja, du hast mich gut beschrieben, Killer! Verschwindet zurück zu eurem Schiff! Das Gold gehört jetzt mir, oder ihr müsst mit ihrem Tod leben! Trefft eure Wahl! Jungs, wir haben keine andere Wahl. Zurück zum Schiff! Ihr könnt mich doch nicht einfach so hier zurücklassen! Helft mir! Bitte! Ich habe Angst! Tu, was er sagt! Penelope, bleib am Leben. Wir werden dich retten. Ich vertraue dir. Und ich vertraue darauf, dass ihr wirklich auf euer Schiff zurückgeht. Verschwindet. Sofort. Ja, so mit der Zunge zwischen den Zähnen spricht. Das ist auch schon irgendwie nice Kunst. Taucherkrankheit? Okay. Jetzt ist es unser einziges Ziel, unser Teammitglied und unsere beste Freundin Penelope zu retten. Mit Fries Schiff, Totenkopf, ist zurück zur Blutbahn hochgesegelt und hat sie mitgenommen. Es sieht übel aus. Wir können uns unmöglich in den Hafen schleichen. Und die Inselrückseite ist aufgrund der Riffe unzugänglich. Also werden wir kämpfen müssen. Fries ist ein intelligenter Gegner und wir müssen alles einsetzen, was uns zur Verfügung steht. Zuerst werde ich Dimitris neue Tauchausrüstung testen und einige Waffen aus einem gesunkenen Schiff in der Nähe bergen. Wir brauchen die Feuerkraft, um die gepanzerten Totenkopf beschädigen zu können. Und sie wird uns auch bei der Vernichtung das Brotsegel Seron-Clans nützen. Das
ist eine Söldnerflotte, die für Lefui segelt. Wir müssen sie überraschen, während sie uns in kleinen Gruppen jagen. Wenn sie uns jemals alle auf einmal angreifen, haben wir keine Chance, das zu überleben. Und schließlich segeln wir zu den trüben Wassern, in denen ein Meeresungeheuer lebt, das die Piraten fächern. Es gibt kaum Berichte darüber, aber wir werden es beobachten. Denn ich weiß, dass sich die Fließmänner davor fürchten. Das könnte uns zugutekommen. Okay, das wird eine ziemlich anstrengende Geschichte, denke ich mal. Okay, gucken wir mal. Was können wir kaufen? Wir könnten eigentlich jetzt so viel kaufen. Boah. Schwierig. Ja, wir haben fast 10.000. Wollen wir noch bis zu 10.000 farmen und dann noch eine große Shoppingtour starten? Ah, ist schwierig. Keine Ahnung. Ich hab nur Sly. Na gut, let's go. Piratenoperation, Tag Nummer 2. Und wir sind auf Schiff. Oh, okay. Gut, Schlacht auf hoher See, Brecher aus der Tiefe und Gefahr aus der Tiefe. Okay. Oh, schön. Ich habe hier einfach mal Geld versteckt. Okay. Wow. So, wir können jetzt Dinge tun. Ich würde sagen, wir starten einfach mit Schlacht auf hoher See, weil das ist gefühlt am nächsten dran. Nee, ich will nicht kämpfen. Obwohl, vielleicht doch, let's go. Oh wow. Hey. Das überhaupt an? Ja. Okay, cool. Laut Dingens haben wir hier 2. Oh, hinter uns. Oh ja, moin. So, sehr schön. Angegriffen. So, das erste schon mal weg. Okay, das sind immer so kleine Angriffswellen, würde ich sagen. 2. Frage ist. Au. Und Angriff. Hat das jetzt gelangt? Nein. Drehen. Bisschen schneller drehen, bitte. Ich danke. Hui. Okay, das Vieh ist definitiv stärker. Gefühlt. Keine Ahnung. Und Feuer! Das Ding steht immer noch. Wie viel hält das Ding aus, bitteschön? Auf jeden Fall hat er keinen Mast mehr. So, und Angriff. Tschüss! Karriere gesamt. Rang Landrate. Wait, was? Okay, was? Moment mal. Ist das auch so ein Ding, was wir komplett ausbauen könnten? Oh, das wäre ja krank. Oh, zeitgleich. Oh, dreh. Schneller. Die greifen uns gleich an. Bisschen mehr drehen noch und Feuer. Gosh.
Aber so kann man das Ganze natürlich auch handhaben. Oh, jetzt sind wir ein bisschen sehr ungünstig, oder? Was? Oh. Okay. Aber wir haben jetzt 10.000. ist okay. Cool. Oh, dass uns das Ding wirklich Platz gemacht hat, finde ich ein bisschen meh. Kann man sich hier so zwischen durchzwängen? Ja, das geht. Cool. So, sagt hallo. Hä? Oh Mann. Hey. Hallo? Ich. Boah, ging das jetzt wirklich alles daneben? Boah, das ist ja bitter. Dreh. Schade, dass ich jetzt nicht noch Gas geben kann irgendwie. Boah, ist das nicht ein bisschen weit? In der Hand schippern. Okay, erstmal ein bisschen drehen. Schneller drehen wäre cool. Feuer! Toll, jetzt trifft uns tatsächlich wieder was. Let's go! Sehr schön! Wir könnten wieder kämpfen, aber nein, mache ich nicht. Zonk. Hallo, angreifen. Bye, bye. Ah. Okay. Ja, keine Ahnung. Wollen wir hier weiter Ränge farmen? Nö, eigentlich nicht. Wir haben eigentlich andere Dinge vor. Ach du meine Güte, was? Okay, cool. Ach so, dann fängst du wieder komplett bei Null an. Das da hinten ist kein Checkpoint. Boah, das ist ja widerlich. Okay, das ist natürlich ekelhaft. Aber keine Lust, mich jetzt groß hier mit diesen Schlachtschiffen hier auseinanderzusetzen. Ich baue schließlich aus diesem Spiel keinen perfekten Spielstand. Nicht so wie bei anderen Dingen. Oh, da ist eine Kiste. Gönnung. Oh, bitte, nee, lass mich in Ruhe. Ah, ist Kiste, aber das war jetzt auch nicht der mit dem X. Wo ist denn jetzt die Kiste mit dem X? War das nicht hier? Bin ich jetzt dran vorbei? Da oben ist eine Kiste, aber die ist mir jetzt erstmal egal. Oh, okay. Wir nähern uns einem vom Rotsegelseehund-Clan. Jeder auf seinen Posten. Hervorragend. Wir sind dem Rest der Flotte entkommen. Entert das feindliche Schiff, sobald der Mast umgefallen ist. Oh. Wir müssen herausfinden, wie der Rest des Clans patrouilliert. Mit etwas Planung können wir sie in kleinen Gruppen angreifen. Oh, no. Oh, dreh. Alter. Und jetzt rumst. Ihr Mast ist unten. Rammt ihr Schiff und springt hinüber zum Feind. Okay. Wir müssen explizit rammen. Aber ich komme da nicht rauf.
Aber ich kann leider auch nicht langsamer werden. Das ist halt auch ein bisschen blöd. Damit man ein bisschen besser sich drehen kann. So, Rums. Hallöchen. Erledige diesen Rotsegelkapitän und seine Söldnercrew wird sich bestimmt ergeben. Huch, den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Irgendwie vermisse ich meine Skills gerade so ein bisschen. Okay. War leider keine Lebensenergie. Ich seh nix. Oh komm. Ach, was? Wieso? Ach, komm schon. Hervorragend! Wir sind dem Rest der Flotte entkommen. Entert das feindliche Schiff, sobald der Mast umgefallen ist. Wir müssen herausfinden, wie der Rest des Clans patrouilliert. Mit etwas Planung können wir sie in kleinen Gruppen angreifen. Das war schon etwas unnötig. Oh, wir haben beide die gleiche Idee. Nicht geil, nicht geil. Und dreh. Und rums. Ihr macht es nun. Rammt ihr Schiff und springt hinüber zum Feind. Ja, dazu muss ich aber erstmal wieder komplett drehen und das finde ich unnötig. Nur so unnötig, wie ich hier schon wieder fast auf Überlänge wahrscheinlich hin produzieren werde. Mal gucken. Und rums. Erledige diesen Rotsegelkapitän und seine Söldnercrew wird sich bestimmt ergeben. Oh, ist das diesmal ein anderer? Was auch okay ist. Man muss ja nicht immer die gleichen haben. Aua. Also manchmal frage ich mich, wie sie mich trotzdem noch treffen können. So. No. Was? Wow. Nehmen Sie Energie. Genau, das ist mir ja beim letzten Mal komplett verwehrt geblieben. Toll. Hallo, weg da. Oh yeah. Danke für die Karte. Na gut. Gut gemacht, Sly. Ich habe den Patrouillenplan analysiert und den besten Platz für einen Angriff auf deiner Seekarte markiert. Okay, das heißt, der unten rechts. Aber ich würde sagen, hier aus dieser Karte heraus würde ich sagen, machen wir jetzt mal Part Schluss und machen das Ganze dann beim nächsten Mal weiter. Ich danke wieder fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!